Ja, herzlich willkommen zu unserem Webinar Erdbebenanalyse in SKIA Engineer. Mein Name ist Cornelius Schmidt, ja, Support-Ingenieur bei SKIA Nemetschek Engineering und ich schicke aus Deutschland schöne Grüße in die anderen Länder, wo auch immer Sie uns zuschauen. Ja, schön, dass Sie dabei sind. Was haben wir heute für Sie? Einmal als Thema, ja, die Modalanalyse. Ja, was ist das Ganze? Warum brauchen wir das für die Erdbebenberechnung? Als zweiten Schritt ein Eigenschaftsmodifizierer. Das ist so ein bisschen ein Tool, um ja die Struktur für uns so ein bisschen lenken zu können. Als drittes dann ein reduziertes Modell. Das werde ich auch mit dem ganzen Modell im Prinzip vergleichen. Da werden wir einiges zu machen, was für Vorteile das hat. Dann als viertes werde ich dann endlich dann das ja, Erdbeben drüber jagen über unsere Struktur und dann im Prinzip die Ergebnisauswertung und ja, was das Integrationsbauteil für uns an der Stelle bewirken kann. Das Webinar wird ungefähr 45 Minuten dauern, vielleicht eine Stunde. Man kann sie wie immer nicht hören. Sie können aber wie immer Fragen in die Chatbox reinschreiben, die ich dann am Ende auch beantworten werde. Und ja, alle Registrierten bekommen dann letztendlich dann auch wieder den Link im Internet zu dieser Aufzeichnung. Als erstes die Modalanalyse. Ja, was ist das? Wozu brauchen wir das? Im Prinzip, ja, ermitteln wir über eine numerische Charakteristik das dynamische Verhalten unserer Struktur, also im Prinzip die Vibrationsfähigkeit. Und ja, das Ganze geht über diese Schwingformen, diese Eigenfrequenzen. Ja, letztendlich brauchen wir diese Schwingformen auch überlagert für unsere Erdbebenberechnung. Ja, das heißt, wir errechnen uns Schwingformen. Und da setzt dann der Eurocode beziehungsweise die amerikanische Norm dann im Prinzip an. Ja, wir beanspruchen das Ganze. Wir haben diese Schwingformen. Es ist aber wichtig, dass wir für unsere Erdbebenberechnung 90%, das habe ich hier unten mal fett dargestellt, an Aktivierung der Massen haben, beziehungsweise alle Eigenformen benutzen, die mindestens 5% der Gesamtmasse berücksichtigen. Ja, das werden wir einstellen. Das Berechnungsverfahren letztendlich für das Erdbeben, ja, ist das multimodale Antwortspektrenverfahren, Multimodi. Das heißt, ich habe viele, viele Formen. Und im Grunde genommen mit diesen Formen, ja, es ist kein vereinfachtes Verfahren, wir haben keine Ersatzlasten, kann ich eigentlich auf der ganzen Welt Erdbeben berechnen. Und wie funktioniert das Ganze? Ich gehe rein in SKIA. Ja, hier habe ich einfach mal eine Struktur, 7 Geschosse, wobei 5, sagen wir mal, über der Erde sind. Die sind ein bisschen filigraner. Und dann habe ich 2 Geschosse, ja, Untergeschosse. Unter der Erde, sage ich einfach mal so, ein bisschen massiver hier dargestellt. Das ist so eine Mischstruktur. Man könnte sagen, das Rote ist Mauerwerk, der Rest ist Beton. Wir haben Wandscheiben, Platten und ja auch dieses Grüne dann im Prinzip Betonstützen. Es ist irgendwo eine Last drauf gegeben. Ja, und um dieses ja, Verfahren jetzt nutzen zu können, brauche ich Massen in Kilogramm. Das habe ich momentan noch nicht. Wir geben ja alles als Struktur ein oder als Kräfte in Kilonewton, aber ich brauche Kilogramm. Und dazu gehen wir hier vorne in die Datei Projekteinstellungen rein, in die Funktionalitäten und ich sage hier einfach mal, ich setze den Haken bei der Dynamik und ja, letztendlich möchte ich hier auch im vierten Schritt noch das Erdbeben berechnen, also die Antwortspektrum Analyse. Ich gehe hier kurz als Info oben mal in die Aktionen rein. Wir haben ganz oben die Erdbeschleunigung, 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat eingestellt. Und als zweite Einstellung gibt es hier unten Beiwerte für begleitende Erdbebenkombinationen. Das ist so ein Passus, wenn ich
mit 100% in X-Richtung reingeht, dann soll auch tunlichst dann gleichzeitig 30%, daher die 0,3, dann in Y-Richtung sein. Na, wenn wir uns später eine Normkombination bilden, dann habe ich diese begleitenden orthogonalen Lastfälle additiv dann hinzugefügt. Das war es im Grunde genommen erstmal schon mit der Einstellung. Und wenn ich das gemacht habe, dann springen mir hier unten in diesen Donut-Button unter Lasten die Massengruppen und die Massengruppenkombination auf. Und das ist ein Tool, um aus den Kräften in Kilonewton Massen in Kilogramm zu bekommen. Ich gehe hier einfach mal in die Massengruppen rein und transferiere jetzt einfach mal die Lastfälle, die ich habe, in Massengruppen rum. Ja, dazu kann man dann sagen, ja, man ordnet das hier zu, Lastfall zu Massen umwandeln. Er schreibt, null Massen sind generiert worden, weil das mein Eigengewichtslastfall ist. Das ist absolut in Ordnung. Das schleppt das Programm auch immer so mit. Dann bilde ich eine neue Gruppe, ordne hier oben einen anderen Lastfall zu, zum Beispiel einen ständigen Lastfall, wandle mir das um in Massen und er sagt, 8 Massen wurden generiert, die ich jetzt auch hier schon violett dargestellt sehe. Ich mache noch die dritte Geschichte für meinen Verkehrslastfall, Lastfall zu Massen umwandeln und bilde mir einfach nochmal einen vierten. Das heißt für Sie so eine Transferierung, ja, als Lastfall im Prinzip zur Ermittlung von Massen in Kilogramm. Okay, wir können uns mal eine Masse anschauen. Na, ich habe hier oben, ich klicke die einfach mal an. Wir haben hier in Kilogramm 254,8. Im Grunde genommen habe ich da eine Belastung drauf von 2,5 Kilonewton. Na, das sind 2500 Newton geteilt durch die Erdbeschleunigung 9,81. Und deshalb lande ich bei 254,8, etwas mehr als die 250. Und man könnte im Prinzip auch vorne in den Projektfunktionalitäten das Ganze auch auf 10 stellen. Das machen einige Kunden, um so ein bisschen so eine Vergleichbarkeit zu haben. Aber im Grunde genommen ist es 9,81. Ja, das zur Erklärung, wo dieser Wert hierher kommt. Ich blende mir mal in den Ansichtsoptionen die Massen einfach mal wieder aus und die Lasten brauche ich an der Stelle dann eigentlich auch nicht mehr sehen. Die Massengruppen habe ich, dann muss ich einen Tab hier weitergehen, Massengruppenkombination und bilde mir jetzt eine Massengruppenkombination aus, ich sage jetzt einfach mal den ersten 3 Lastfällen, die ich umtransferiert habe. Wenn wir jetzt freie Lasten haben oder Projektionslasten, das sind sehr spezielle Lasten, die kann das Programm so einfach nicht umwandeln. Da müsste man dann im Grunde genommen Ersatzmassen definieren. Ja, ich sage hier einfach mal Abbruch. Ich müsste dann eigentlich hier oben auf die Massen umstellen, kann dann in diese MG4 reingehen, um mir meine Ersatzmassen zu definieren. Tippe ich hier oben einfach rein und dann kann ich irgendwo eine Flächenmasse eingeben oder eine Knotenmasse, wie auch immer. Ja, aber das brauche ich im Grunde genommen nicht. Ich bilde mir meine Kombination aus den ersten 3, füge das ein, Name CM1, behalten bei meinem Kopf, sage okay. Und ja, in dieser Kombination geben Sie jetzt Beiwerte vor. Ständig ist immer mit 1,0 anzugeben. Meine Massengruppe 3 ist Verkehr. Verkehr wird nur mit 30% angeregt. Das heißt, hier muss die 0,3 rein. Wenn ich jetzt Schnee hätte, Schnee wird mit 50% angeregt, dann müsste ich eine 0,5 eingeben. Und wenn ich Windlastfälle habe, ja, das erzeuge ich mir gar nicht als Masse. Das ist für die Erdbebenkombination uninteressant. Jetzt habe ich hier meine Massengruppenkombination und ja, jetzt könnte ich im Grunde genommen hier schon auf Ermitteln gehen. Sehe ich, kann eine Modalanalyse durchführen. Das ist ja unser erstes Kapitel für dieses Webinar. Es ist immer gut, eine sehr feine Stabteilung zu haben. Sie sehen jetzt hier oben, ich habe eine Stabteilung von 1 und das ist nicht gut. Das empfehlen wir auch nicht, denn wenn man
irgendwo eine Stütze hat und angrenzende Bauteile oder Auflager, ja, dann haut mir die Masse direkt dann in die Decken oder in die Auflager und ich kriege keine Form, keine Schwingform hin, die ich dann ordentlich abbilden kann. Ja, als Empfehlung hier vielleicht ab 5 aufwärts dann dort eine Verfeinerung der Stabteilung vorzunehmen. Dann gehe ich hier unten mal in den Solver rein, in den Rechenkern. Wir finden hier unten die Dynamik. Ja, wir haben zwei Verfahren. Einmal Langschoss. Der Herr Langschoss hat einen super Vornamen. Der heißt nämlich auch Cornelius. Oder wir haben das Polynom. Beim Polynom wird beispielsweise auch der Zug rausiteriert. Wir hatten früher auch noch zwei andere Verfahren, aber diese beiden Verfahren sind genauer und bringen das optimalere Ergebnis. Ja. Okay, ich lasse das einfach mal auf Langschoss, Anzahl der Eigenformen 10 und berechne mir die jetzt einfach mal. Ich sage ermitteln. Modalanalyse wird im Rechenkern durchgeführt. Die Berechnung ist fertig. Ich gehe auf Schließen. Und jetzt ist das allererste nachzugucken, habe ich jetzt 90% der Massen angeregt, ja, so wie uns die Norm das vorgibt. Und das sehe ich hier in den Ergebnissen im Rechenprotokoll. Und da können wir oben dann auf die Eigenfrequenz gehen. Ich sage aktualisieren. Und hier sehen wir unsere Modalanalyse. Wir sehen, wir haben ja die Massen in Kilogramm. Das habe ich hier, 8888 Tonnen habe ich im Prinzip als Masse. Und wir sehen hier die errechneten Modi. Ich habe ja 10 mir errechnet und die Frequenz ist angegeben, die Periode ist angegeben. Ja, das ist im Prinzip die Modalanalyse. Wir brauchen im Prinzip diese Form, um überhaupt später erstmal Erdbeben rechnen zu können. Das heißt, ohne diesen Schritt funktioniert später das Erdbeben gar nicht von der Berechnung her. Und wo sehen wir jetzt die 90%? Wir sehen sie hier nicht. Wir haben hier einmal die Summe Wx und die Summe Wy. In aller Regel ist Erdbeben eine horizontale Anregung, ja, keine vertikale. Deshalb kann man später auch gut das Erdbeben mit dem Wind vergleichen. Und wir brauchen hier unten als Summe eine 0,9, also 90%. Und ich habe in X-Richtung ja 56% angeregt und in Y-Richtung 69%. Das reicht mir noch nicht. Ja, das heißt, ich muss irgendwo was umstellen oder anders berechnen. Dazu gibt es drei Möglichkeiten. Ich erhöhe einfach die Anzahl der Eigenformen. Ja, ich könnte sagen, rechne mir 20 oder rechne mir 50 oder früher, als ein reduziertes System noch nicht möglich war, musste man auch vielleicht 150 berechnen, ja. Und irgendwann erreichen sie die 90%, aber man weiß erstmal an der Stelle nicht, mit wie viel. Ja, ich würde jetzt vielleicht mal 20 rechnen, dann lande ich vielleicht irgendwo bei 70% oder so. Und das Ganze ist natürlich irgendwo aufwendig und man hat dann natürlich einen geringen Zeitverlust oder einen großen Zeitverlust, aber es ist möglich, einfach die Modi erhöhen. Zweite Möglichkeit ist, ich gehe wieder in die PowerPoint, der Eigenschaftsmodifizierer. Wie kann ich den benutzen? Und dazu können wir uns erstmal das Verhalten der Struktur anschauen. Ja, wir können hier vielleicht nochmal erst in das Rechenprotokoll reingehen. Und wir sehen beispielsweise, ich habe in der ersten Eigenform eine Anregung von 55% in Y-Richtung, in der zweiten 55% in X-Richtung. Und dann nehmen wir uns einfach mal hier eine, wo nichts passiert, zum Beispiel hier die vierte. Ja, da passiert relativ wenig. Und diese drei Eigenformen schauen wir uns jetzt mal an. Und dazu gehe ich hier in die 3D-Verformungen. Wir haben hier die Möglichkeit, von Lastfälle dann umzustellen auf Massenkombinationen. Und hier habe ich dann diese 10 Modi ja, im Prinzip dann ermittelt. Wir können uns beispielsweise auch mal diese 1,17 und 1,5 als Zahlen merken. Ja, ich gehe einfach mal in den ersten Modus rein, gucke in die
X-Richtung, denn dann sehe ich ja die Auslenkung oder die Anregung meiner Struktur in Y-Richtung. Da sehen wir die 56%. Wenn ich jetzt in Y-Richtung gucke, na, da sehe ich dann relativ wenig an der Stelle. Wenn ich dann aber in die zweite Form reingehe, genau umgekehrt, dann sehe ich jetzt hier den Schlag in X-Richtung. Zack, da ist er. Und wenn ich jetzt in Y-Richtung, in X-Richtung schaue, dann sehe ich im Prinzip keine Ausweichung in Y-Richtung. Und jetzt wird es eigentlich interessant. Ich habe ja gesagt, wir suchen uns mal eine raus, wo relativ wenig passiert. Das ist beispielsweise dann die vierte. Und dann sieht man vielleicht eher was Vertikales, ja, was mir ja für meine Anregung horizontal, für mein Erdbeben, wie gesagt, Erdbebenbetrachtung ist eigentlich eher horizontal, da nichts bringt. Ja, ich könnte mir jetzt auch die siebte anzeigen lassen oder die 49. Und dann sieht man, okay, es fangen irgendwo lokal Bauteile dann an, sich ja zu verformen, zu vibrieren, was mir aber für meine Anregung nichts bringt. Das sind in aller Regel ja dünne Bauteile, labile Bauteile, die bringen mir nichts. Und man sieht an dieser Stelle, was mir auch nichts bringt, das ist unten ja meine doppelstöckige Tiefgarage, ja, weil das sofort ins Auflager reingeht. Ja, und jetzt ist es die Möglichkeit, mit diesem Eigenschaftsmodifizierer Bauteile herauszunehmen aus meiner Massenanregung oder um gewisse Steifigkeiten zu steuern oder zu sagen, dass beispielsweise Wände keine Haarlasten aufnehmen. Na, das ist auch noch so ein Erdbebenfall. Und dazu gehen wir in die Projekteinstellungen, in die Funktionalität und sagen hier den Eigenschaftsmodifizierer. Ich bestätige mit OK. Und ja, ich suche mir den hier oben einfach mal. Ich sage Eigenschaftsmodifizierer, gehe auf 2D für meine finite Elemente. Es wird einer Änderungsgruppe zugeordnet. Dieser Änderungsgruppe, ja, das kann man einzelnen Lastfällen zuordnen. Dann habe ich hier die Korrekturfaktoren. Ich könnte jetzt zum Beispiel hier bei diesem kleinen D33 irgendwie auf einen kleinen Wert stellen, 0 oder 0,01, um Wänden dann zu sagen, dass die keine Haarlasten aus Erdbeben abtragen, sondern nur Vertikallasten. Ich lasse das einfach mal hier auf 1, sag nochmal okay. Und jetzt kommt unsere Geschichte. Wir haben einmal einen Eigengewichtsbeiwert für unsere ganz normale lineare Berechnung. Das heißt, unsere Struktur vom Eigengewicht her möchte ich natürlich komplett berücksichtigen. Und dort lasse ich die 1,0 drin. Diese labilen Bauteile oder die mir nichts bringen, wie meine Tiefgarage, die nehme ich raus. Ja, ich kann dann hier sagen, ich setze den Wert auf 0. Ich bin jetzt nicht so ein Freund von Nullen. Ja, Computer mögen hin und wieder keine Nullen. Ich sage hier einfach mal vielleicht 1%, 0,01. Bestätige mit OK. Markiere mir die Bauteile, wo dieser Modifizierer drauf soll. Und ja, jetzt werde ich mit Sicherheit eine höhere Prozentzahl in meiner Modalanalyse erreichen. Na? Das war die zweite Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit ist, ich gehe wieder in die PowerPoint, ist das reduzierte Modell IRS. Ich gehe mal eine Folie weiter. Mit diesem reduzierten Modell, ja, betrachtet man die Struktur im Prinzip ja als Stab mit Geschossmassen. Ja, wir transferieren quasi eine 3D-Struktur irgendwo auf ein reduziertes Modell, haben letztendlich dann aber auch wieder die komplette Ergebnisdarstellung an unserem 3D-Modell. Bedeutet im Prinzip, diese lokalen Modi werden eliminiert. Das meinte ich, wenn irgendwelche Bauteile da ausfallen, die mir nichts bringen, ja, die eliminiert das Tool schon automatisch, ja, eine bessere Konvergenz der Modalmassen. Und wenn ich ein reduziertes Modell habe, habe ich natürlich eine kürzere Berechnungszeit. Konfiguration, total simpel. Ich muss eigentlich nur Geschosse definieren und einen Haken setzen.
Und das mache ich jetzt an der Stelle mal. Kurz als Info hier noch, wir haben hier ja unendlich viele Degrees of Freedom, also Freiheitsgrade in dem Modell, was ich gerade gerechnet habe. Wenn ich jetzt aber über diese Geschosse gehe, über dieses reduzierte Modell, dann habe ich jetzt in diesem Fall nur 24 Degrees of Freedom, also Freiheitsgrade. Berechnet sich wie folgt: Ich habe drei Etagen plus 1 mal 6 Freiheitsgrade sind 24. Und das mache ich jetzt einfach mal. Wir definieren uns Geschosse, die habe ich hier schon angelegt. Nur wenn ich die definiert habe, kann ich auch den Haken setzen der Methode und so berechnen, weil ich brauche halt die Zentralmasse je Geschoss. Kann das auch später für die Auswertung diese Geschosse, ja, das kann ich auch ohne Erdbeben benutzen, dann ganz gut zu Rate ziehen, um vielleicht resultierende Kräfte je Bauteil zu bekommen. Ich gehe einfach mal hier oben kurz in die Geschosse rein, binde hier den Befehl und dann ist es total simpel. Man definiert sich einfach die Höhenquote. Man hat unten in der Tiefgarage den Knoten bei minus 8, die Etage ist 4 Meter hoch und dann gibt man einfach da die Anzahl ein oder die Koordinaten und dann hat man die Quoten erstellt und dann habe ich mein Geschoss. Total simpel, dauert 1 Minute. Dann gehe ich in den Rechenkern rein und setze jetzt hier das IRS-Verfahren. Ja. Kleine Info, wir hatten auch vor einigen Jahren eine Studentin, die hat genau über dieses Thema, über diesen Vergleich multimodales Antwortspektrumverfahren und dieses reduzierte Verfahren ihre Masterarbeit geschrieben und im Grunde genommen kommen nahezu identische Werte bei dem Berechnungsverfahren raus. Ich sage einfach mal, also ich könnte jetzt, was haben wir? 7 Etagen haben wir, glaube ich. Plus 1 sind 8 mal 6, also ich könnte jetzt 48 Eigenformen errechnen. Wenn ich jetzt eine 49 da reintippe, dann fängt das Programm auch an zu meckern und sagt, das sind mir zu viele Eigenformen, das kriege ich nicht hin, aber ich könnte 48 rechnen. Ups, ich sage einfach mal 20 und gehe auf Ermitteln. Und dann schauen wir uns gleich mal an, was uns das Rechenprotokoll sagt. Ich gehe in das Rechenprotokoll. Eigenfrequenz ist eingestellt. 20 Eigenformen. Okay, 68, 86. Sei es drum an der Stelle. Ist im Grunde genommen in Ordnung. Wir hatten eben uns mal diese Werte hier gemerkt, die 1,17. Bei der zweiten stand, glaube ich, 1,95. Da sieht man, mit einer Zentralmasse je Etage habe ich nahezu die gleiche Frequenz. Das heißt, das ist das, dass man sagen kann, die Ergebnisse sind absolut vergleichbar an der Stelle. Weil es ist ja diese Vibrationsfähigkeit, diese numerische Charakteristik der dynamischen Struktur und das passt an der Stelle. Ja, ich müsste jetzt da unten noch mehr Eigenformen errechnen, aber das spare ich mir dann einfach mal an der Stelle aus Zeitgründen. Gehe wieder in die PowerPoint. Das Erdbeben. Ja, bisher haben wir uns nur die Schwingform, die Eigenfrequenz errechnet und jetzt jage ich im Prinzip eine Anregung über meine Struktur. Das kann ein Erdbeben sein, das kann eine Maschine sein, ja, über eine Frequenz und eine Zeit, mit der ich meine Masse anrege. Das kann auch eine Personengruppe sein, Stichwort Foot Follow Analysis. Ja, also irgendwie nur Anregung meiner Masse und ja, für uns heute das Erdbeben. Ich gehe einfach mal wieder rein ins Skia und Grundvoraussetzung, hatte ich ja schon gesagt, ist, dass ich eine Massengruppe habe, also im Prinzip Massen und eine Kombination mit der Überlagerung meiner Massen in Kilogramm. Und wenn ich das habe, dann
Aber auch wirklich erst dann kann ich in die Lastfälle reingehen und mir dynamische Lastfälle kreieren. Es war einer zu viel. Den anderen kopiere ich. Schnell gedrückt. Hier sage ich einfach mal Erdbeben X. Nenne ich das Ganze mal. Den nehme ich mal als Bezeichnung hier raus. Und jetzt kann ich den Lasttyp auf Dynamik stellen. Das funktioniert vorher nicht, solange ich keine Massengruppenkombination habe. Geht einfach nicht. Sage die Dynamik. Ja, hier könnte man sich jetzt manuell dann irgendwelche Spektren erstellen oder ein Erdbebenspektrum. Sie haben auch die Möglichkeit zu sagen, wir sind international irgendwo dabei. Ja, Sie könnten hier auch ein Eurocode-Spektrum sich einstellen. Dazu hätten wir dann hier die Normparameter. Ja, das wäre jetzt ein Eurocode-Spektrum. Für uns bleiben wir einfach mal. Bitte die anderen Länder nicht böse sein, einfach mal auf der DIN und haben auch hier die Normparameter und im Grunde genommen relativ simpel. Ich definiere mir einfach meinen Baugrund. Ja, das ist eher so CR, CS hier bei uns, hier in Deutschland mit diesen Scherwellengeschwindigkeiten. Ja, was habe ich da überhaupt für einen Grund? Was für eine Geschwindigkeit haben die Scherwellen an der Stelle? Daraus entspricht ja der Baugrund. Dann haben wir hier ja klassisch die Nennbeschleunigung, Erdbebenzone 1, 2, 3. Ich weiß, irgendwo ist auch das neue Erdbeben, Eurocode, irgendwo im Anlauf, im Weißdruck oder schon im Gelbdruck oder wie auch immer, oder Gelb- und Weißdruck. Ich bleibe mal klassisch hier Erdbebenzone 1, wäre 0,4, ja, oder 0,6 oder 0,8. Sie können aber auch dem neuen Erdbebennorm dann natürlich Zwischenwerte dann an der Stelle dann einstellen. Wenn Sie sagen, es soll jetzt 0,62 sein, lässt sich das dann natürlich hier einstellen. Nur ich mache einfach mal Zone 2, 0,6. Dann haben wir hier die Verhaltensbeiwerte, die Bedeutungsbeiwerte, ja, die Wiederkehrperiode, wie man sowas nennen mag, ja, oder die Wahrscheinlichkeiten. Beim Verhaltensbeiwert muss man dann auch in die Materialnormen reinschauen. Da müssen Sie halt in die Betonnorm gehen, Eurocode 2 oder Stahl, Eurocode 3 und gucken, ja, was habe ich da für einen Verhaltensbeiwert? Der ist materialspezifisch. Habe ich ein regelmäßiges System? Bin ich unregelmäßig? Ich sage mal so, Grundeinstellung ist hier an der Stelle in Ordnung, aber Sie haben natürlich immer noch die Möglichkeit, dort umzustellen. Also wie gesagt, total simpel oben den Baugrund und dann die Erdbebenzone. Dann sind Sie an der Stelle dann fertig. Ah, FS1 heißt das Ding und habe an der Stelle mein Erdbeben eingestellt. Kleine Info, habe ich schon mal beim Support gesehen. Der Schleunigungsbeiwert, der muss hier auf 1 bleiben, also nicht irgendwie 9,81 oder irgendwie sowas, weil sie im Grunde genommen ja ein Normspektrum benutzen. Ja, und beim Normspektrum ist der Beschleunigungsbeiwert dann 1. Ja, dann haben sie hier irgendwie einen Bezugswert für einen Kippmoment, was sie einstellen können. Dann gibt es hier eine Einstellung für äquivalente Seitenkräfte und Zufallsausmitte, so Richtung Torsion und so. Da gibt es dann die Einstellungsmöglichkeiten, das einzustellen. Äquivalente Seitenkräfte und Zufallsausmitte geht aber nur im reduzierten System. Also wenn Sie das ganz normale nehmen, womit ich am Anfang gestartet bin, dann geht das nicht. Aber wenn Sie auf IRS umstellen, dann kann er diese Torsion, diese Ausmitten dann an der Stelle dann berücksichtigen. Das wird jetzt aber hier mit den Einstellungen eigentlich zu weit führen. Dann der Überlagerungstyp. Ja, da gibt es SRSS und wir haben im Grunde genommen CQC. Das ist so eine Wurzel. Ja, in der Wurzel wird das Ganze dann überlagert. Und wie komme ich dann an der Stelle wieder zurück von Kilogramm nach Kilonewton, womit ich dann meine Bemessungen durchführen kann? Das würde ich so an dieser Stelle in dem Überlagerungstyp dann ja sehen an der Stelle. CQC ist eigentlich so der Standard, würde ich mal sagen. Da können Sie nur eine Dämpfung eingeben. Als Wert 5% ist auch in Ordnung. Dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, wir haben eine Filtermöglichkeit. Ja, er soll so viele
Eigenformen berücksichtigen, bis er oder wie er dann auf 90% gekommen ist und die anderen verpuffen dann einfach. Oder ich kann sagen, er soll alle Eigenformen berücksichtigen, die mindestens eine Anregung von 5% haben. Na, das haben wir auch in der Norm gesehen. Ich muss mindestens 90 ansprechen oder ich muss alle mitnehmen, die 5% haben. Das kann ich hier an dieser Stelle filtern. Funktioniert aber auch nur in dem Gesamten, also nicht in dem reduzierten Modell mit der Zentralmasse je Etage, sondern in diesem gesamten Modell. Nehme ich an der Stelle deshalb einfach mal raus, weil ich gerade am reduzierten Modell bin. Dann ein Haken, den ich Ihnen auf jeden Fall empfehle, ist vorzeichenbehaftet. Und dazu gehe ich noch mal ganz kurz in die PowerPoint rein. Denn im Grunde genommen ist ja was Dynamisches eigentlich eine Frequenz. Und durch diesen Überlagerungstyp CQC oder SRSS habe ich im Grunde genommen nur einen Absolutwert, einen positiven Wert. Ist dann ein bisschen verwirrend bei den Auflagerreaktionen, wenn ich dann einfach nur einen positiven Wert sehe oder als Reaktion einen negativen Wert. Jetzt kann man aber einstellen den vorherrschenden Modus. Das wird der Haken dann gleich werden in diesem dynamischen Lastfall. Und ich kriege dann eine Vorzeichenüberlagerung rein mit der Erwartung, wie der Kunde oder Sie sich das vorstellen. Ja, weil es ist nicht irgendwo nur ein Absolutwert, ja, sondern ich will ja damit dann bemessen. Hier sieht man das vielleicht mal als Ergebnis, ja, nicht vorzeichenbehaftet, links dargestellt. Ja, irgendwo gibt es ja hin, aber im Grunde genommen ist es eine Frequenz, ein Kreis und deshalb eigentlich erstmal ein Absolutwert. Rechts vorzeichenbehaftet, so erwarten wir im Grunde genommen unser Ergebnis. Und ja, als Empfehlung setzen Sie den dominanten Modus hier rein und lassen es hier auch auf automatisch. Ja, ich könnte mir jetzt die einzelnen Formen durchsuchen, ja, hier bis zu 20 oder es können ja auch 100 sein oder 150. Und das ist natürlich sehr mühsam, sich jetzt die Kräfte anhand eines Modus rauszusuchen. Lassen Sie das einfach an der Stelle dann automatisch. Okay, das ist EX. Ich kopiere das Ganze mal. Ich nenne das EY und stelle die Richtung auf Y. Und jetzt habe ich zwei Erdbebenlastfälle. Und im Grunde genommen, wir brauchen ja jetzt ja diese Überlagerung mit den 30%. Und dazu bildet man sich eine additive Erdbebenlastgruppe. Ich stelle das auf Erdbeben. Das Ganze muss auf additiv. Ah, das ist wichtig. Ich nenne das hier auch mal Erdbeben. Und ordne dann die beiden Erdbebenlastfälle dieser additiven Erdbebengruppe dann zu. Okay, machen wir einfach mal einen Berechnungslauf. Ich sage hier ermitteln. Wir können jetzt hier rumswitchen auf die lineare Analyse. Ich kann die Modalanalyse auch rausnehmen, weil er bei diesen zwei seismischen linearen Lastfallberechnungen natürlich vorab die Modalanalyse schalten muss. Ja, ich brauche die Modalanalyse, die Eigenformen, um das anregen zu können. Und sage ermitteln. Jetzt rechnet er das Ganze und über diesen Überlagerungstyp kriege ich letztendlich wieder ganz normale Bemessungsergebnisse in Kilonewton. Ich gehe mal auf Schließen und kann einfach mal in die Ergebnisse reingehen. Ich kann einfach mal in ganz normale Schnittgrößen reingehen. Wir können uns den Erdbebenlastfall aussuchen. Ich sage jetzt einfach mal EX, Normalkräfte, wie auch immer, und kriege, ja, das blende ich hier mal aus, ja, und kriege ganz normale Kräfte wieder in Kilonewton anhand meines dynamischen Lastfalls oder was auch immer, Kontaktspannungen, also ganz normal die Ergebnisse.
Jetzt ist es so, Kunden fragen dann, wie mache ich dann die Auswertung? Weiß ich überhaupt, ob Erdbeben maßgebend wird? Kann ich sagen, 50% der Kunden vergleichen die Erdbebenlastfälle mit dem Wind, also mit einer horizontalen Last. Die gucken sich an, Wind X, ja, was habe ich für eine Verformung, was habe ich für Schnittgrößen, was habe ich für eine Bemessung im Beton oder im Stahl, was kommt da für ein Wert raus und vergleichen das mit Erdbeben X und Wind Y und Erdbeben Y und irgendwas ist dann höher. Ja, und dann kann man im Grunde genommen sagen, man sieht hier, ist Wind maßgebend, Erdbeben, ich habe wenig Masse, ja, ist nicht an der Stelle maßgebend. Also ganz normal die beiden Lastfälle horizontal vergleichen. Zweite Möglichkeit ist, wir können das vom Programm her ermitteln lassen. Wir bilden uns zwei Normkombinationen. Das ist einmal hier der ganz normale Standard, Satz B. In diesem Satz B packt man dann den Wind rein, aber kein Erdbeben. Und dann bilde ich mir noch eine zweite Kombination, Erdbeben. In diesem Erdbeben-Kombination packen Sie Erdbeben rein, aber keinen Wind. Ja, und letztendlich zieht man dann in einer Ergebnisklasse diese beiden Umhüllenden dann zusammen und wertet dann diese Klasse dann aus. Ja, und dann sieht man recht eindeutig in der Ergebnisauswertung, wo das maßgebende, ja, die Kraft im Prinzip, das Ergebnis dann herkommt. Dann steht da einfach, das kommt irgendwie aus dem Satz B. Kombination 88 oder Erdbeben Kombination 11. Ja, das gehört jetzt aber nicht zu diesem Webinar. Das wird jetzt auch ein bisschen die Zeit sprengen. Ja, aber das ist ganz klassisch dann. Ich vergleiche den Satz B mit dem Erdbeben und hinten sieht man es dann, was es dann an der Stelle dann ist. Im Grunde genommen weiß ich ja, wenn ich viel Masse habe, dann wird es eher das Erdbeben, was maßgebend wird. Wenn ich was Filigranes habe, wie vielleicht eine Stahlhalle, dann ist es halt eher der Wind, der an der Stelle dann für mich dann wichtig ist. Wenn ich natürlich was Filigranes habe mit einem schweren Kran drin, der weit weg ist vom Auflager, ja, da kann es dann natürlich ein bisschen zweischneidig werden. Aber wenn auch da einige Erdbebenkombinationen dann maßgebend werden, dann weiß ich halt, okay, es wird Erdbeben berücksichtigt, aber man kann da sehr einfach dann an der Stelle dann bemessen. Zwei schöne Geschichten will ich Ihnen noch ans Herz legen. Geschossergebnisse und Integrationsbauteil. Ja, wir haben im Grunde genommen die Geschossergebnisse uns ja, die Geschosse definiert. Und wenn ich das habe, dann kann ich mir auch detaillierte Geschossergebnisse anschauen. Ja, das ist Geschosse, Detailergebnisse und bekomme dann ja, die Ergebnisse ins Eigenschaftsfenster. Und wir könnten zum Beispiel mal sagen, ich sage, ich gehe auf ein einzelnes Geschoss, zum Beispiel Etage 5, also Floor 5, Etage 5 einfach mal so genannt, dann als resultierende Kraft hier und ich sage einfach mal aktualisieren. Na, hier könnte ich die Extremwerte mal auf Teil stellen. Dann sehen wir die Kräfte je Bauteil oder ich kann das auch umstellen, dass ich dann sage pro Stockwerk an der Stelle Fx oder meinetwegen FZ. Ich kann das Ganze dann natürlich auch hier oben statt auf Eigengewicht auf mein Erdbeben stellen, auf diese Geschichte pro Stockwerk. Ja, da passiert vertikal ein bisschen wenig. Ja, Erdbeben eher, was haben wir da? EX, sag ich mal FX. Ja, da habe ich dann meine 3000 Kilonewton an der Stelle der Zentralmasse der Etage. Ja, ich kann mir das auch für alle Etagen ausgeben. Ich stelle das einfach mal rum. Und dann sieht man da den entsprechenden Anstieg, ja, meiner Kräfte. Ja. Ganz coole Geschichte, aber Sie können das auch ganz normal an normalen Lastfällen dann ausgeben, aber hier einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, was passiert da überhaupt beim Erdbeben,
in diesem reduzierten Modell. Und dann das Integrationsbauteil. Ich gucke hier einfach mal in Vogelperspektive drauf. Wir haben hier so einen Betonkern. Ich markiere mir einfach mal den Betonkern, blende mir nur mal diesen ein und lege mir jetzt ein Integrationsbauteil über diese gesamte Reststruktur. Ich tippe das hier oben ein. Integrationsbauteil, klick, klick. Hier ändere ich erstmal nichts und lege mir das dann an der Stelle dann einfach mal so hin. Und um das Ganze jetzt zu integrieren, muss ich jetzt natürlich die gesamte Struktur in meine Form reinkriegen. Und da kann ich natürlich hier dann umstellen. Sag mal 6 Meter und hier vielleicht 7 Meter. Nein, andere Richtung. Ich stelle die zurück auf 0,5 und sag hier die 7 Meter. Und jetzt liegt diese Form, oder hier sage ich mal 6,5 vielleicht, liegt diese Form drin. Und jetzt kann ich das aufintegrieren zu einer ganz normalen Stabschnittgröße. Ich gehe hier auf Ergebnisse, sage Schnittgrößen und setze hier den Haken Integrationsstreifen, Integrationsbauteil. Ja, und kann mir einfach mal angucken, was ich dann an der Stelle dann für Kräfte aus meinem, keine Ahnung, Aufzugsschacht hier an der Stelle dann bekomme, oder ich bekomme mein MY. Na, dann gehe ich hier einfach mal in Richtung Y. Ja, dann so kriegt man dann die Auswertung dann raus. Also im Prinzip ein super Tool, um aus einer größeren Umgebung das Ganze aufzuintegrieren und da die in gewissen Ergebnisse dann auch, ja, für die ganz normalen Erdbebenlastfälle dann rauszufiltern für sich an der Stelle, um das Benötigte dann zu bekommen, was man an der Stelle dann braucht. Und das ist das dieses Integrationsbauteils. Okay, ja, das soll es im Prinzip von mir gewesen sein. Ich guck mal, ob Fragen reingekommen sind. Sind zwei Fragen reingekommen. Wenn eine Stabteilung von 1 nicht zu empfehlen ist, warum ist denn immer als Grundeinstellung okay wegen dem Berechnungsverfahren? Es gibt zwei Berechnungsverfahren, wo eine Stabteilung von 1 schlecht ist. Und das ist einmal die Stabilitätsberechnung, weil da habe ich ja meine Knickfigur. Und für die dynamische Berechnung oder die Modalanalyse brauche ich natürlich auch eine Form. Und deshalb empfiehlt es sich da, das dann höher zu stellen. Grundeinstellung ist 1, da gebe ich Ihnen recht. Aber das ist halt einfach ein Geschwindigkeitsgedanken. Wenn ich es verfeinere, brauche ich natürlich länger. Und für Stabilitäts-, Knickfiguren und Eigenformen muss ich es halt umstellen. Kann über den Eigenschaftsmodifizierer die Steifigkeit eines Bauteils mit dem gerissenen Zustand berücksichtigt werden? Im Grunde genommen ist das ja die Betongeschichte. Ich meine, der Riss wäre durch eine plastische Materialeinstellung einzustellen, oder ich gehe ganz normal über den, ja, Zustand 2 Algorithmus vom Beton. Ich meine, über den Steifigkeitsmodifikator. Gut, da können Sie natürlich einstellen. Biegesteifigkeit ist geringer. Normalsteifigkeit ist geringer, um dann irgendwo diesen Zustand, gerissenen Zustand damit zu simulieren. Aber so ganz normkonform würde ich da eher über nichtlinearen Beton gehen und über die normabhängige Verformung. Ja, Steifigkeit kann natürlich halbiert werden. Sie können dann sagen, das Bauteil hat jetzt nur 50% der Steifigkeit. Das kann ich dann auch nur dem Erdbebenlastfall zuordnen, weil ich ja diesen Steifigkeitsmodifikator einer Änderungsgruppe zuordne. Und diese Änderungsgruppe wird dann dem Lastfall zugeordnet. Das heißt, für die ganz normalen lassen es normal, für Erdbeben stellen sie über den Steifigkeitsmodifikator dann runter oder hoch, um die Struktur so ein bisschen umzuleiten.
rechnen Sie tatsächlich eine Beschleunigung auf die Geschosse, die unterhalb der Erdoberfläche liegen. Im Grunde genommen habe ich die Masse rausgenommen. Ich könnte mir die Beschleunigung mal anschauen. Das ist eigentlich auch in den Gesamtergebnissen habe ich, glaube ich, jetzt komme ich hier, Verformungen, hier habe ich die Beschleunigungen. Und da kann ich mir dann hier den Wert dann an der Stelle dann ausgeben. Ich wähle einfach mal ein EX, sag mal aktualisieren und sehe dann ja im Grunde genommen da oben die Beschleunigungswerte und hier unten habe ich eigentlich bei der Tiefgarage dann null, wie Sie Ihre Frage gestellt haben. Genau. Genau, hier oben habe ich die Werte und unten habe ich keine Masse. Dementsprechend habe ich dann ja, hier minimal 0,01 die Beschleunigung im Keller dann rausgenommen. Genau. Jetzt muss ich mal gucken, fragen. Muss ich mal wieder ausrollen. Wird in der Erdbebenkombi die Nutzlast auch als variabel angesehen? Ja, wird es. Ich steuere das aber über den Wert. Ja, ich setze dann die, nee, im Grunde genommen ist es die Kombination, das ist immer, aber Sie setzen nur 30% an. Ja, es ist eine Kombination, das ist fix und Verkehr ist mit 30% angesetzt in der Massengruppenkombination und Schnee würde man mit 50% anwirken. Und EX und Y wirken gleichzeitig, das ist richtig, aber orthogonal nur mit 30%. Ich könnte mal hier eben eine Erdbebenkombination bilden. Ich komme da gerade nicht dran. Doch, mal alles löschen. Mal genau alles einfügen. Erdbeben. Alles rüber. Genau. Und wenn ich das jetzt auflöse, jetzt meckert das Programm rum, weil ich ja mit Plus und Minus und 130% es nur gleichzeitig auswerten soll. Dann an dieser Stelle, das sieht man, dann habe ich EX mit minus 1 und EY mit 0,3 und 1 und minus 0,3 und minus 1 und minus 0,3. Das heißt, da kriegt er die volle Wechselwirkung an der Stelle dann rein. Die wirken aber nur gleichzeitig, wenn ich wirklich dann auch eine additive Erdbebenlastgruppe dann gebildet habe. Diese Geschichte, wobei dann hier in den Projekteinstellungen dieser 30% Faktor 0,3 dann angesprochen wird. Okay. EX und nichtlinear wäre falsch. Also Dynamik ist bei uns momentan linear. Wenn man nichtlineare Effekte berücksichtigen möchte, kann man mit Absenzen arbeiten, beispielsweise, um Bauteile zu eliminieren über diese Änderungsgruppe. Wir arbeiten aber an dem Pushover-Verfahren, ja, um das Nichtlineare dann berücksichtigen zu können. Aber sonst ist Dynamik bei uns gerade linear. Kann bei den neuen Skia-Versionen bei elastisch gebetteten Bodenplatten der Zugfederausfall im Lastfall Erdbeben berücksichtigt werden? Das ist leider auch ein Misch aus nichtlinear und linearem Erdbeben, weil der Zugfederausfall ist auch eine nichtlineare Berechnung. Und dann ohne Nutzlast meinte ich, da müsste ich nochmal oben hin. Wird in der Erdbebenkombi die Nutzlast auch als variabel angesetzt oder wird sie immer angesetzt? Im Grunde genommen immer, weil ich habe eine Kombination. Und aber ich kann ja unterschiedliche bilden. Ich könnte ja dann vergleichen, ich habe eine Kombination mit und ich habe eine Kombination ohne. Und dann bilde ich einfach vier Erdbebenlastfälle und steuere unterschiedliche Massengruppenkombinationen da an, um da einfach eine Vergleichbarkeit reinzubekommen. Okay, gut. Ja, dann keine weiteren Fragen mehr. Dann hoffe ich, dass die, die schon häufig Erdbeben gerechnet haben, dann vielleicht was Neues aufschnappen konnten, vielleicht das Integrationsbauteil oder wirklich das reduzierte Verfahren. Und alle, die irgendwo mit Skia noch nicht Erdbeben gerechnet haben, vielleicht
weil sie es noch nicht genau gesehen hatten oder so oder sich ein bisschen geziert haben. Soll also eigentlich ein guter Start dann für diese dann sein, weil im Grunde genommen sind es nur ein paar Klicks und ich habe mein Erdbeben dann eingestellt. Ob ich es dann mit dem Steifigkeitsmodifikator dann noch so ein bisschen umlenke, geht dann natürlich noch so ein bisschen weiter. Aber im Grunde genommen, ja gut, ich habe es jetzt einige Male gemacht mit dem Erdbeben, aber wenn man es dann einmal gemacht hat, dann sitzt das Ganze dann auch. Es ist wirklich sehr einfach umzuwandeln in Kilogramm. Das Spektrum hat man sehr schnell eingestellt, die zwei Lastfälle einer Gruppe zugeordnet und dann hat man es an der Stelle dann auch schon. Also wirklich keine Angst vor Erdbeben. Gut, ja, wie gesagt, ich bedanke mich und in 3 Wochen gibt es das nächste Webinar. Da sind, glaube ich, die Bauphasen dran, die neue Bauphasenberechnung in Skia. Und würde mich freuen, wenn Sie dann einfach wieder sich registrieren und an dem Webinar dann teilnehmen. Ich bedanke mich. Ciao, ciao.